So, wir wollen ein bisschen Trading machen. Das ging jetzt aber relativ flott. Ich bin da einfach mal eingestiegen. Das seht ihr auch gerade im Fundyen. Wo haben wir denn den Peter hier? So. Hier mit dem Ausschlag. Wir sind natürlich hier ein bisschen over the moon, aber wir sind hier am Pivo. Und ja, da bin ich reingegangen. Mit 17 Eiern. Und da schauen wir mal, wo es endet. So. Erstmal hier gescheit alles aufziehen. Eieieiei, nichts ist hier vorbereitet. Aber hier läuft doch ganz gut an. Kann man nicht meckern. Nee, da kann man wirklich nicht meckern. So, wir haben schon mehr Signale bekommen. Das ging wie so immer, alles in einer Flut hier. Ja. Innerhalb von Minuten ging es nur noch bling, 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 bling. Und da muss man erstmal gucken, beziehungsweise schauen, wo habe ich hier gute Renditen, was habe ich jetzt zur aktuellen Zeit eher mit weniger Renditen versehen, so dass ich den Trade auslasse. Was ich zum Beispiel Euro, Singapur-Dollar, gut, ist eh nicht so meiner, oder Pfund-Dollar, ne, mit 66, das wären jetzt so nicht die erste Wahl-Trades, 58, ne, aber hier, wir haben jetzt hier ein gewählt mit 72, vollkommen okay. So, da sind wir schon raus. Ich sehe gerade, der war eh nur eine Minute. Man sollte auch schon, wenn schon, alles richtig aufbauen. Und ja, da sind wir raus. Da sind wir mit Gewinn raus. Das sieht man ja hier oben. Und auch der Zweier war drin. So, dann machen wir hier zu. Machen Chart Switch an. Warten aufs nächste Signal, bin ich nochmal auf Pause und bis gleich. So, da haben wir einen signalischen bekommen mit dem Outcut. Den gucken wir uns gerade an. Outcut, zack. Sind wir drin? Sind wir drin? Sind wir drin? So, sind wir drin? Schauen wir mal. Wir sind sogar noch richtig gut reingekommen. Wir sind ein bisschen tiefer, als der Kerzenstart ist. In den Trade rein. Signal kam natürlich auch spät, ne? Hier 43, also das sind 17 Sekunden. Das muss man dann erstmal wahrnehmen in der kurzen Zeit. Vor allem, wenn man vorher quasi relativ passiv war am Rechner. Haben wir noch Euro Cut bekommen? Cut Franken? Nein, wir können sie nicht alle bearbeiten. Euro Cut. Cut Franken, ja. Machen wir erstmal Chart Switch aus. Euro Cut. Aber hier schauen wir halt natürlich erstmal. Der muss ja erstmal gewonnen werden. Das ist A und O. Ja, da haben wir 80. 17, 80. Hier seht ihr, hab ich eingegeben, haben wir 38. Ja, falls der nicht direkt gewonnen wird. Zumachen. Der Euro-Cut war das noch. Kriegen wir so alle hier drauf, hoffe ich. Ja. Euro-Cut nehmen wir dann unsere 17. Out, Cut. Nein, 38 waren es. Da müssen wir noch 21 näher schießen. So. Ja, lassen wir es mal laufen. Sind wir jetzt halt drin. Ne? Das war ja 38. Wir haben es jetzt auf 17 und 21 gesplittet zweimal. Aber die laufen ja alle hier zur gleichen Zeit aus. Das haben wir hier drüber. Ne? Ist ja immer das Kerzenende. Ja, auch wenn ich den jetzt später abgebe, komme ich hier immer zum Kerzenende raus, wie ich es eingestellt habe. Hier halt bei M2. Hier sehen wir noch parallel unseren Euro-Cut-Trade. Und können wir auch hier haben wir einen Euro-Cut, hier haben wir einen Out-Cut. Und hoffen wir mal, dass die jetzt ruhig über die Ziellinie schippern.
Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch über die Description in YouTube einen Account erstellen. Bei Pocket Option einmal mit nur $10 Einzahlung und einmal mit $50, aber da könnt ihr auch 50% Bonus erhalten. Bonusbedingungen müsst ihr auf der Pocket Option Seite durchlesen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ich müsste lügen. Ihr habt hier sehr viele Assets, sehr viele Möglichkeiten. Ihr könnt hier Quick Trading, Digital Trading machen. Ihr könnt auch über den MetaTrader CFD Trading machen. Ihr habt verschiedene Account Levels je nach Einzahlung. Sprich hier Experience, Stranger und Beginner und Guru und Pro und weiß nicht was. Kann man sich alles mal angucken, was für einen interessant ist. Aber $10, ihr bekommt 2 Wochen lang das Pull-System mit Currency Strange Indikator. Schaltet sich dann automatisch ab, komplett unverbindlich. Also ihr müsst dann nicht danach irgendwie Folge-Abo oder sowas haben. Nein, das schaltet sich dann ab und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es dann haben wollt. Dann ist natürlich eine kleine Zahlung fällig. Oder ob ihr sagt, hier, das waren mal 2 Wochen, auf Wiedersehen und Tschüss, was ich natürlich nicht hoffe. Und dann könnt ihr, wie gesagt, das nach 14 Tagen entscheiden. Oder aber ihr nehmt 4 Wochen lang ein Paket aus den Handelssignalen, entweder M2, M5 oder BRQ. BRQ beinhaltet die Timeframes 15, 30 und 60 Minuten. Das ist eure Wahl. Die beiden Trades haben wir gewonnen. Hier auch im Eurocut sehen wir, hier haben wir eine schöne Kerze gemacht im Outcut. Ne? Fast ein ähnliches Bild in den Cuts. Wir kommen hier irgendwie runter, hoch und so, ne? Und ja. Gut, ich mach mal Schluss. Und wir hören voneinander. Könnt euch entscheiden. Und wie gesagt, die Anmeldung sollte bis zum 1. Mai passieren. Ne? Bis zum 1. Mai. Kleine Aktion für einen kleinen Zeitrahmen. Und ja, wäre schön, wenn man von dem einen oder anderen mal was hören würde. Bis denn dann. Ciao, ciao.